ja bald. Dauert nicht mehr lang, nur ein paar Monate. Das Remake zur Pokémon vierten zur vierten Generation rauskommt, mache ich heute mal hier ein Bracket, Fight, ein Tierlist zu den Pokémon der vierten Generation und wähle das beste Pokémon aus der vierten Generation. Ich werde versuchen, die Namen noch zu nennen. Verzeiht mir, wenn ich die Namen nicht korrekt nennen kann. Es ist sehr lange her, seit ich das letzte Mal Pokémon vierte Generation gespielt habe. Ist die Generation meiner Kindheit. Ist das, ja, das erste Pokémon-Spiel, was ich gespielt habe, Pokémon Diamant Edition. Und umso mehr freue ich mich jetzt auf das Remake. Ja, fangen wir an. Hier haben wir durch Pachisu und Pantymos, würde ich sagen. Da würde ich Pantymos vorziehen. Und was ist mit Chaitara hier oben? Kommt dann gleich hinaus, weil, ach so, ja, genau. Jetzt haben wir hier die Weiterentwicklung von Kikugi, wenn mich nicht alles täuscht. Und Namen weiß ich nicht. Ah, ich nehme das hier. Ah, hier haben wir Kramchef. Und die Vorentwicklung von Palimpalim. Ich weiß jetzt immerhin nur die Nachentwicklungs. Dann nennt er mich natürlich Kramchef. Oha, okay, da hat sich einiges von selbst entschieden, oder was? Dann wurde gerade ziemlich gestrollt. Dann geht's da unten erst. Ah, da unten geht's erstmal weiter. Vesprit und Trutz. Legendäre Pokémon, die See-Pokémon. Ich finde ja Trutz besser. Okay, die beiden Formen von, das ist die Weiterentwicklung, glaube ich, von dem Semi-Legendären. Finde ich das hier schöner, hübscher, süßer. Okay, ja, hier zwei, deren Namen ich jetzt nicht gerade kenne. Nicht natürlich das hier. Shaman in der Luftform, glaube ich, in der Erdeform und so weiter. Finde ich die aber hübscher. Okay, Chaterra, jetzt kommt ins Spiel. Chaterra gegen Pachisu. Da finde ich Chaterra aber besser. Muss ich sagen. Frostie, glaube ich, gegen die Wetter mit von Kikuni. Nehme ich das hier. Ace-Pokémon. Nasknet gegen Porygon Z. Nasknet finde ich hübscher. Nasknet, wenn Nasknet. Oha! Jetzt haben wir hier von vielen der absolute Favorit hier Lucario gegen Mampfaxum, Relaxus, dann die Wetterentwicklung. Haben wir noch irgendwo Relaxo hier? Das ist, weil Relaxo ist wirklich einer meiner, das ist halt wirklich ein harter Favorit. Ja, aber Mampfaxum nicht, so, da würde ich nehmen Lucario. Hier haben wir das Kinderanführungs-Pokémon. Und das Name mir gerade nicht einfällt. Und Surprise heißt nicht das, glaube ich. Nämlich das Drifloon ist das, glaube ich, ja. Hier haben wir Burma Dame, glaube, und ich glaube irgendwas mit I. Ich nehme das hier. Dann war, wie ist das X? Sorry, ich ist so lange her, dass ich das gespielt habe. Aber ich nehme das hier. Deren Namen ich nicht weiß. Das der Katzen, der Katzen, wie ist das? Ah, schon, dass mir das nicht einfällt, aber ich wähle sie. Impoleon und Roserade. Ja, Impoleon, keine Frage. Kramchef. Ah, jetzt geht es ja schon an Entscheidung. Den Kramchef. Dubutz und Selfe ist das, glaube ich. Selfe. Auch wenn die, glaube ich, die klügste von allen ist und so weiter, finde ich das. Ich finde Dubutz ist besser. Das Mammut hier heißt das, glaube ich. Und deren das Name ich noch nicht weiß. Kann ich beide nicht nennen. Ich nehme das hier. Elevoltik, wenn mich nicht alles täuscht. Und Olaf. Ja, genau. Nennen wir es Olaf. Ich nehme das hier. Elevoltik. Zwirfinst. Sehr schön. Auch aus Pokémon Generation, aus der Pokémon, nicht Pokémon Generations, sondern Pokémon, nicht Generations, sondern Pokémon Mystery Dungeon bekannt. Zwirfinst, natürlich. Ich werde natürlich auf Togepi und Shaymin.
Es wäre ja zum Schämen, wenn ich die nicht nehmen würde. Ja, der Cheddar. Ich nehme Cheddar. Ganz klar. Hier nehmen wir natürlich Lucario. Wir nehmen Drifflon. Hier nehmen wir ihn hier, das legendäre Empoleon. Obwohl Kramchef, tut mir leid um ihn, aber es ist. Und das hier. Das da, Elvoltik, ja, auf jeden Fall. Traurig, Schämen rauszunehmen, aber ich find's besser. Muss ich wirklich sagen. Wer Chatterer versus Lucario. Sorry, Chatterer, aber Lucario ist besser. Ja, hier, irgendwas mit Y. Mir fällt es noch irgendwann ein. Empoleon natürlich. Weg damit mit dem Starter-Pokémon. 12 ist. So, Lucario dazwischen. Ja, Lucario nehmen wir. Und hier. Schwierig. Schwierig. Ich bin gewillt, Zwirfens nehmen, aber Empoleon war schon wirklich. Das löst wirklich auch Erinnerungen in mir aus. Ja, ich habe natürlich Panferno genommen. Aber Zwirf, aber ist schon wirklich. Tut mir leid, Lucario. Ich weiß nicht, Lucario oder Empoleon. Empoleon war schon wirklich echt der Hammer. Lucario ist halt auch nicht übel. Nehmt es mir nicht krumm, Leute, aber ich nehme Empoleon. Lucario ist auch der Hammer. Aber ins Finale schicke ich Empoleon. Okay, dann kommen wir hier wieder Bidi Fass durch und Manta, irgendwas mit Manta, egal. Oh, hier mein Lieblings-Pokémon, das wird hier schon gewinnen, sage ich euch direkt. Panferno, der hält meine Kindheit. Die werden mit Grifflo, die werden mit Grifflex oder die weiter weg von Griffel und Haspiro. Oh, Giratina-Entwicklung, dafür nicht die Originale besser, muss ich wirklich sagen. Vatribi und Wetterentwicklung, Hornwiesel. Plaudergei, oh ja, Plaudergei. Und das Ding hier. Ja, normal guck mal, aber ja, natürlich Panferno. Er wird es noch gewinnen. Wir haben eine neue, jetzt Cresselia und was. Oh, es wird Zeit, dass die vierte Generation mal wieder spielt. Es wird sowas von Zeit, dass mir die Namen nicht mehr einfallen. Wird Zeit, dass ich das Remake spiele. Ich werde es spielen. Schlopleck und Sneep, die weiter wie Sneebel, Sneebuna. Oh Mann. Ich weiß so wenig darüber. Tangelos müsste der heißen. Da kommt Arceus. Keine Diskussion. Tangelos und. Ach du Scheiße, warte, warte kurz, warte kurz. Ich kenne noch du. Anders mit der Lu nicht, Lucario ist nicht. Wie heißt denn er hier? Es wird Zeit, dass ich wieder Pokémon vierte Generation spiele. Diamant Remake. Ich bin da. Das heißt, mir die wichtigsten fallen mir nicht ein. Oha. So ein Dialga. Ja, die Regigigas-Sache, das ist. Ja gut, nehmen wir Palkia. Giratina, ganz klar. Skunkapu. Das weiß ich noch. Ja, Hornwiese. Plaudergei. Die Evoli-Entwicklung auch schön, aber. Magnezone! Oh ja, das habe ich so gemocht. Darkrai, den man nie fangen konnte, weil es ein Event-Pokémon war. Ja, mein Liebling Panferno. Dann nehmen wir die Weiterentwicklung von Sneebel. Arceus, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ich glaube Luxtra. Jetzt habe ich es mir wieder eingefallen. Luxtra. Oha, das ist eine schwere Entscheidung. Ich war, glaube ich, immer ein bisschen mehr Fan von ihm hier, von dem Vogel-Pokémon. Aber Luxtra haut es auch. Und ich nehme wenig Luxtra. Falls es so heißt. Dialga, brauche nicht lange drüber nachzudenken. Giratina.
Hier bin ich mehr bei Plaudergeist. Plaudergeist, ein schönes Buch. Magnezone war ich auch immer mega Fan von. Und Dark Race halt geschlagen. Panferno, mein Liebster, der wird es noch gewinnen. Arceus ist natürlich the best. Und da muss Lerne für Giratina nehmen, wie wir schon im letzten Quiz gehabt haben. Giratina, Pokémon Diamant, Pokémon Platin besser als Pokémon Diamant. Darkrai natürlich, das sind die ganzen legendären Pokémon da drüben, aber jetzt kreuzigt mich nicht und steinigt mich nicht dafür, dass ich jetzt hier eine. Es ist romantische Kindheitserinnerung. Eigentlich müsste natürlich die Arceus gewinnen, aber mein Panferno steht jetzt hier im Finale gleich. Panferno gegen Pokémon. Ich sehe es schon kommen. Ja, das ist natürlich Darkrai besser. Und dann machst du natürlich Darkrai versus Panferno und ich hab's kommen sehen. Panferno versus Empoleon. Ja, ihr wisst Bescheid, in dem Panferno, mein erster Starter-Pokémon Weiterentwicklung. Ja. Ist auch hier wieder eine subjektive Entscheidung. Nehmt es mir nicht krumm, wenn ich jetzt hier was genommen habe, was euch nicht ganz entspricht. Ihr könnt auch hier wieder. Okay, das Bild runterladen ist ein bisschen schwierig. Da sind die ganzen Sachen nicht zu sehen, aber wir können das Screenshot machen. Das Screenshot zusammenpressen. Wir haben ja ein Video jetzt davon. So, na dann. Da mich nach oben plötzlich gefallen haben, macht selber noch mal. Hier haben wir das Finale. Ich mache wieder nur Top 5, Top 1 natürlich. Panflamme habe ich genommen. Top 2 Empoleon. Auf Platz 3 Darkrai. Platz 4 Lucario. Und Platz 5. Ja, Zwirfunst. Ja, mein. Ja, Darkrai und so, das war jetzt bei Giratina, das war los. Den Darkrai war ja drin. Also, Panferno, Empoleon, Lucario. Darkrai, der Name ist mir uns Würfelst. Da bin ich nach oben. Danke fürs Zuschauen, habt noch einen tollen Tag. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.